Top 10 Dark Blend. Ein bisschen zu spät, aber heute kommt meine Liste von den für mich persönlich meine meistgerauchten Tabaksorten auf Dark Blend in den vergangenen Monaten. Es gibt übrigens auch noch die Top 10 Virginia Tabak. Dark Blend ist ein etwas dunklerer und nikotinmäßig ein deutlich stärkerer Tabak. Wenn ihr nicht wisst, was es ist, wahrscheinlich besser erstmal das Virginia Tabak Top 10 Video angucken. Und es gibt noch eine Pfeifentabak Top 10 Liste. Aber hier jetzt meine 10 Lieblings Dark Blend Sorten. Platz Nummer 10 ist der Kashmir Peach von Tangiers. Ich hatte ja schon in dem Virginia-Video berichtet, dass ich im Moment eine krasse Doppelapfelphase habe. Und zu dem Doppelapfel muss natürlich was dazu. Und da gibt es für mich zum Beispiel Space Flavor, den Blaze Cola oder eben auch den Kashmir Peach, manchmal noch ein bisschen Rose. Kashmir Peach aber ein Grundpfeiler bei mir persönlich in meinen Doppelapfelmixes. Und da ich so viel Doppelapfel rauche, rauche ich auch viel Kashmir Peach. Also muss der natürlich mit in die Top 10. Auf Platz Nummer 9 haben wir den Must Age Blary, ein Tabak, der nach Brombeere schmeckt und bei mir persönlich früher deutlich höher in der Liste war, mittlerweile aber ein bisschen nach unten gewandert ist, aus anderen Gründen, auf die ich später nochmal ein bisschen mehr eingehe. Trotzdem aber immer noch ein unglaublich geiler Brombeertabak, sehr süß, sehr vollmundig, sehr schwer, aber vor allem für mich sehr, sehr lecker. Auf Platz Nummer 8 haben wir den Aino Grapefruit. Im Virginia-Video hatten wir ja schon den Great Match. Das ist die Grapefruit mit der Physalis zusammen. Jetzt die reine Grapefruit und die ist einfach ein Brett. Spritzig, sauer, trotzdem eine Süße mit am Start und für mich ein überragender Tabak. Und again, Sommermixes, Grapefruit ist perfekt. Habe ich super oft am Start und deswegen Platz Nummer 8 für den Grapefruit. Auf Platz Nummer 7 ist direkt der nächste Kandidat, der in Sommermixes extrem geil kommt. Und das ist der Real PF von Blackburn. PF steht für Passion Fruit, also ein Passionsfrucht / Maracuja-Tabak. Ich weiß, sie sind nicht genau dasselbe. Für mich sind die aber unglaublich nah beieinander. Ein spritziger, saurer, frischer, aber vor allem fruchtiger Tabak, der in super vielen Sommermixes unglaublich geil kommt. Und auch deshalb natürlich mit dabei. Auf Platz Nummer 6 haben wir den Aino OH. Für mich persönlich in der Strong-Variante. Strong-Variante ist noch nicht raus, ich hatte aber Prototypen da und die Strong-Variante ist für mich nochmal eine Schippe drauf bei Aino. Nicht nur was Feuchtigkeit, Schnitt und allgemein die Tabakqualität angeht, aber für mich persönlich natürlich durch die noch höhere Nikotinstärke, die bei Aino für mich ein bisschen zu schwach war, aber trotzdem ganz gut war, aber der Strong mich da einfach komplett abholt, ist das einfach ein Brett. Und abgesehen davon, dass der Aino Strong sehr, sehr gut geworden ist, ist auch der Aino Dark mit der Guave unglaublich geil, ist eine herbe, leicht würzige, aber auch kühle Guave, die sich in unglaublich vielen Sommermixes bei mir extrem gut macht und deshalb natürlich mit dabei. Top 5 geht an den Bapai Dinner von Blackburn. Und Bapai Dinner kann ich nur jedes Mal wieder zu sagen, das ist ein Papaya-Tabak und ich wusste nicht, wie sehr ich Papaya als Shisha-Tabak brauche, bis der Bapai Dinner dann am Start war. Papaya natürlich eine exotische, geile Sorte und deshalb auch wieder super für Sommermixes, läuft bei mir aber auch im Winter nonstop. Ist einfach eine geile Sorte. Ich weiß nicht, wie nah der an Papaya dran ist, weil ich glaube, ich noch nie eine Papaya gegessen habe. Nichtsdestotrotz unglaublich leckerer Flavor für mich und deswegen läuft er auch sehr oft. Platz Nummer 4, ein Must-Age, der sich für mich saugut halten konnte, und zwar der Jungle Juice. Eine Kombination aus verschiedenen anderen Must-Age-Flavoren. Unterm Strich ist es ein Maracuja- und Ananas-Tabak. Ich glaube, da sind auch noch ein paar andere Sachen mit dabei. Aber wie gesagt, unterm Strich Ananas und Maracuja. Must-Age bin ich sowieso immer am Start. Dann ein fruchtig, frischer, exotischer Tabak. Da bin ich dabei. Vor allem hat er aber eine geile Süße am Start. Nicht ganz so süß wie jetzt zum Beispiel ein Blackberry von Must-Age, aber trotzdem eine gute Süße, gerade für so einen fruchtigen, frischen Tabak. Und der kommt zum Beispiel noch mit dem OH super gut, damit du noch diese leicht herbe, würzige Note von der Guave damit reinkriegst und einfach für mich auch ein sehr guter Tabak. Freunde, bevor wir zu der Top 3 kommen, eine kleine Bitte. Einen Daumen nach oben auf dem Video, ein Abo bei dem Kanal und einen Kommentar mit eurer persönlichen Top 3, Top 5, Top 10. Würde dem Video helfen, würde mir unglaublich helfen, kostet euch nur eine Sekunde, würde ich mich riesig drüber freuen. Dickes Dankeschön. Top 3 und da haben wir gleich zwei Sorten, von denen ich vor ein paar Wochen noch nicht gewusst hätte, dass sie da mit reinrutschen. Auf Platz Nummer 3 ist der Blaze Love. Das ist basically der Laos aus dem Hukain-Universum. Den gibt es ja schon als Fuck Your Law Dark, als Fuck Your Law in Hell und jetzt eben auch auf dem Blaze Grundtabak und da heißt er warum auch immer nicht Laos, sondern Love, ist aber trotzdem einfach eine Blaubeere und eine Kirsche. Und von all diesen Varianten, die Hukain von dieser Kombination rausgebracht hat, ist der Blaze für mich persönlich mit Abstand der beste. Läuft unglaublich oft, ist noch eine relativ neue Sorte. Ich habe direkt zugeschlagen, dann war er wieder ausverkauft, jetzt habe ich ihn aufgeraucht, ich warte auf einen Restock, also wo Restock? Hoffentlich bald, weil ich hätte ihn gerne wieder zu Hause.
Platz Nummer 2 ist ein alter Bekannter. Und zwar ist das der Black von I Know Dark. Aber wieder für mich dasselbe Spiel wie bei dem OH. Eigentlich sehr, sehr gerne schon als I Know Strong. Wir haben ja gerade dieses ganze 200 Gramm Thema. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist die Abstimmung durch, aber das Ergebnis noch nicht bekannt. Beziehungsweise die Anhörung ist durch, die Abstimmung läuft und das Ergebnis sollte dann hoffentlich Anfang nächster Woche kommen. Ich nehme das Ganze hier auf den Samstag auf. Hoffentlich kommt dann bald die News, dass 200 Gramm wieder kommen. Und dann bin ich sehr gespannt, was mit dem Markt passieren wird und welche Sorten da direkt alle kommen. Aber der I Know Strong soll am liebsten wohl schon direkt dann auf 200 Gramm kommen. Das wäre unglaublich nice. Und der I Know Black, einfach eine sehr geile Brombeere. Deutlich frischer und fruchtiger als der Blackberry, die Brombeere von Must Age. Wie gesagt, ist der sehr schwer, sehr süß, sehr vollmundig. Und der I Know Black ist eher so ein fruchtig-spritziger Brombeertabak. Und den für den Sommer bei mir tatsächlich deutlich über den Blackberries von Must Age. Gerade in der Strong-Variante vermisse ich da auch nichts an Nikotin. Ist nur die Frage, wann kommt der wieder zurück? Weil bis jetzt hatte ich nur Prototypen. Bis wir aber den I Know Strong haben, kann man auch sehr, sehr gut den I Know Dark nehmen. Und vielleicht ist sowieso der I Know Dark für euch nikotinstärkenmäßig besser geeignet. Für mich und meiner Top 10 wäre es aber der Strong. Und dann haben wir den Platz Nummer 1 und das war meine Lieblingsüberraschung von der Messe von Dingen, die man tatsächlich kaufen konnte. Es gab viele geile Dark Blend Sorten, wo wir in den nächsten Monaten definitiv gucken müssen, was sich an dieser Liste hier verändern wird. Aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es davon relativ wenige zu kaufen. Einen, den man aber kaufen konnte auf der Messe, ist der Blaze Wiwi. Ein Kiwi- und Zitronentabak. Und Kiwi bin ich ja sowieso ein Sucker für. Ich meine, wie viel 1000 Kilo von Kiwi-Smoothie habe ich bitte weggemacht? Jetzt aber nicht in Kombination mit einem Apfel, sondern in Kombination mit einer Zitrone und Zitrone kann Hukain ja sowieso sehr, sehr gut und die Kombination haben sie auch saugut hinbekommen. Und ich habe 5 Dosen noch bekommen, bevor er ausverkauft war. Die habe ich weggeatmet, literally, und warte jetzt auch wieder auf einen Restock. Und ich hoffe, der kommt bald, weil das ist für mich ein absolutes Brett und deswegen auf dem Platz Nummer 1. Kuss fürs Zugucken, bis bald.